Hallo zusammen, salve a tutti. Wir haben den 21. September, es ist 5.38 Uhr morgens und in diesem Clip geht es um den Nasdaq. Den haben wir jetzt auch schon urlaubsbedingt ein bisschen länger nicht gemacht, deswegen gehe ich mit euch auch mal in den Monatschart rein und fange damit an. Vom Monatschart, meine super Performance hier. Wir haben, es ist also eine Kerze im Monat, vom 1.11.2012 hoch von unter 3.000 hoch auf fast 16.000. Das ist schon... Das ist ein Wort. Nicht umsonst heißt der Index der beste Index der Welt, gar keine Frage. Mir fallen hier so ein paar Sachen ein bisschen auf. Wir hangeln uns an dem oberen Monatsband hoch und verlassen das jetzt hier ein wenig, aber nur ein wenig. Gleitendurchschnitte, alles noch in Ordnung. Ja, das war hier das Kaufsignal bei 4.436 und da ist nichts passiert. Also Gleitendurchschnitte nach wie vor fallen. Der Trendfolger ist noch positiv, sehr hoch, aber das ist logisch, wir sind auf dem All-Time-High, ist überhaupt keine Frage. Wir werden hier ein bisschen weicher über die moderne Sichtweise und wir gelten als nach wie vor heftigst überkauft über die Stochastik. Aber das ist nichts Neues für den Nasdaq. Hier sind es 1,5 Jahre, hier sind es 2 Jahre, hier sind es 2,5 Jahre. Das ist normal, der ist eigentlich ständig überkauft. Das ist dauerhaft überhitzt, ja. Das ist völlig wurscht. Er zieht sich einfach hier wie an der Schnur gezogen hoch mit kleinen Korrekturen. Also nach, im Nachgang betrachtet kleine Korrekturen hier und hier. Das ist nicht viel. Also der Monat, der sagt einfach nur, wir sind ein bisschen hoch, aber das war es auch. Er läutet noch nichts Negatives ein. Gehen wir mal über die Woche. Das sieht ein bisschen schlechter aus. Hier haben wir das Corona-Tief. Ja, da waren wir auch bei 6.700 und haben wir mal ganz grob 10.000 Punkte draufgelegt. Sensationell. Die Bänder haben keine Aussage, gleitende Durchschnitte nach wie vor in Ordnung. Also wie gesagt, jetzt ist hier eine Kerze, eine Woche. Wir haben ein sehr frisches Verkaufssignal über die traditionelle Sichtweise, sind leicht negativ, wo es ein bisschen näher ran, über die moderne. Frisches Verkaufssignal durch Stochastik. Wir haben einen sehr schönen Support hier über die 20-Wochen-Linie bei 14.656. Und danach kommt gleich, da gehe ich jetzt hier nochmal drauf ein, also am Tagessicht, hier diese 14.067 ist der nächste Support. Aber das sieht so aus, als ob ein Deckel drauf ist. So muss ich es einfach sagen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund von hier immer CD und Stochastik. Also technisch gesehen ist hier zumindest mal kurz vor einer Atempause. Gehen wir mal auf den Tag. Da wird es ein bisschen deutlicher. Dahingehend, dass die Bänder gehen jetzt auf. Und zwar heftig. Und das ist ungewöhnlich für den Nasdaq. Ja, das hatten wir dann hier mal. Hatten wir auch hier mal. Das macht er nicht allzu oft. Und wir schließen unterhalb des unteren Bandes. In Verbindung mit einem erneuten Bruch von den gleitenden Durchschnitten. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Film gemacht. Dieses Signal hier, das 10 Tage unter 20-Linie geht, ist relativ selten. Das war in den letzten Jahren, ich glaube, 10 Mal. Daraufhin habe ich hier auch hingewiesen. Ja, und das macht natürlich genau das Gegenteil. Ja. Klassischer Vorführeffekt. Jetzt haben wir das erneut. Und zwar kurz hintereinander. Nicht so lange Signale, also lange Zeitreihen wie hier, sondern kurz hintereinander. Das muss ich als negativ erachten. Heißt aber auch, dass wenn wir eine Korrektur machen und ich rechne ganz kurzfristig, sprich heute oder morgen mit einer kleinen Korrektur, komme ich gleich bei den Fibos drauf, dass der nochmal hier rangeht. Aber die Chancen, dass er ein neues All-Time-High macht, halte ich für relativ gering. Verkaufssignale über den Trendfolger, über das MACD und nach wie vor negativ über die Stochastik. Jetzt habe ich mir mal Folgendes rausgesucht. Und zwar, wenn ich jetzt hier das Corona-Low nehme und ziehe einfach mal die Fibos an, hat der Junge noch richtig viel Platz, ja, um überhaupt mal das 38er zu sehen. Also das ist alles hier nichts anderes bisher als ein Ausatmen. Aber er möchte doch bitte tunlichst nicht unter diese Kerze rutschen. Das war vom 19.08. und da war das Low bei 14.768. Da sollte er doch bitte, das hat er gestern hervorragend gemacht, mal angeschnüffelt, aber dann gleich weitergezogen. Da darf er nicht runter. 14.768 ist für mich mit Schlusskurs der Punkt, wo ich ganz einfach sage, dass diese ganze Aufwärtstrendgeschichte nach der normalen technischen Analyse, nach der normalen Markttechnik, so ist besser formuliert, dann ins Wanken gerät, dann wird es negativ.
Wie gesagt, hier ist nicht so schön, hier auch nicht. Und jetzt mache ich nochmal eins, weil ich ja davon ausgehe, dass wir heute mal eine Korrektur bekommen. Heute am Dienstag. Jetzt ziehe ich vom High einfach mal hier runter und überlege mir, bis wohin kann der korrigieren. Das wäre für mich ein maximales, weil hier bei dem 61,8, das verbindet sich in etwa hier mit dem Gap, was wir haben, ganz grob 15.340. Bis dahin kann der locker gehen. Ich sehe es allerdings nicht so, dass wir jetzt hier nochmal reingehen müssen, kaufen mit der Hoffnung, dass wir ein neues Alltimer machen. Ich denke, der hat sich eine Pause verdient. Evergrande ist 1, Frau Yell mit ihrer Ansage der großen Depression 2. Aber ich sehe einfach, mir fehlt der Mut zu sagen, wir gehen jetzt hier auf ein neues Alltimer. Sehe ich nicht. Ich glaube, wir beschäftigen uns mit diesem Punkt hier. Nicht heute, aber in den nächsten paar Tagen. Und wenn der gebrochen wird, muss ich davon ausgehen, dass wir dann irgendwann auch die 200-Tage-Linie sehen. Die wird weiter steigen. Jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den ich eben genannt hatte. Und dass wir, dann sieht man es so ein bisschen besser, dass wir auf dieses Niveau hier gehen. Da. Dann sind wir bei 14.070. Das ist nicht nur ein ehemaliges Hoch, sondern das wird dann auch die 200-Tage-Linie sein. Und ich glaube, dass wir bis dahin fallen sollten. Für mich ist der Nasdaq momentan kein Long, außer mal einer kleinen Korrektur, die wie gesagt hier ranlaufen kann im Bereich 15.330,40. Aber mehr gebe ich dem nicht. Ich habe folgende Scheine ausgesucht. Der eine ist dieser hier, 14.231. Das ist immer noch ein 20er Hebel. 14.231 ist hier. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt sofort ein Kauf. Ich möchte heute den Dienstag abwarten, aber es ist einer für die Watchlist, für den Fall, dass wir hier drunter gehen, dass man schaut, wie weit geht er wirklich runter. Hält er dann vielleicht hier am nächsten Support? Sehr gut möglich. Dieser 14.231er hat die Kennnummer GH84 Bertha 5. Gustav Heinrich 84 Bertha 5. Beim Short kann ich es mir ein bisschen einfacher machen, weil der Chart da mitspielt. Wir haben hier diese Top-Bildung bei 15.700 und da reicht es meines Erachtens nach, wenn man hier auf den 15.803er geht. Diesen Short, den schaue ich mir heute genauer an, wenn wir wirklich hier irgendwo in diesem Bereich nochmal reingehen sollten. Da ich davon ausgehe, dass A, das Gap und B, hier das Treffen von 10 und 20 Tagelinie einen Widerstand bilden werden. 15.803 hat aber auch den Vorteil, dass er... wenn wir, was ich nicht glaube, an das All-Time-High gehen, relativ gemütlich das Ding noch schließen können. 15.803 hat die Kennnummer GF07XH, ebenfalls 19er Hebel. Also das ist jetzt mal eine spannende Zeit. Morgen am Mittwoch ist nochmal so eine FED-Sitzung und da muss man mal schauen, was die dann da sagen. Jeder weiß, dass irgendwann dieses Tapering mal aufhört. Das ist eigentlich völlig normal und da muss man mal gucken, was passiert. Wie gesagt, große Depression von Evergrande, von V. Yell, ja, weiß ich nicht. Na, da bin ich zu wenig Volkswirt, um das beurteilen zu können. Möglich, ja, kann ich nicht beurteilen. Evergrande, ich glaube nach wie vor, dass die Chinesen werden ihren eigenen, wie auch immer gearteten Weg finden, um diese Geschichte möglichst bald aus der Presse rauszuholen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.